Hallöchen, ich begrüße euch im Hearthstone Battlefield. Ja, haha. Jo, da sind wir wieder. Nächste Woche das neue Kartenchaos. Wer nicht dabei war, wir haben übrigens ganz gemütlich ja, im Stream ein wenig gespielt. Wer den Stream meinst, verpasst zu haben, das, ihr habt ihn nicht verpasst. Er ging einfach nur eine Stunde, weil Kartko leider weg musste und ich dann noch so ein bisschen so Hearthstone gemacht habe. Und deswegen war es ziemlich wenig und der Stream war nicht so doll, aber wir haben noch ein bisschen Hearthstone gespielt zum Warmwerden. Und heute geht es natürlich ganz normal im Kartenchaos weiter. Karambolage am Wegekreuz heißt es. Seid mit einem anderen Helden zusammengestoßen, eure Decks haben sich vermischt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das heißt, wir brauchen einen anderen Helden. Ich gucke nochmal kurz auf meine Quests, was ich hier brauche. Ich brauche Magier, Priester, Hexenmeister. Magier, Priester, Hexenmeister. Ich würde sagen, Priester und Hexenmeister kombiniert sich doch ziemlich geil zusammen, oder? Na, Magier und Priester könnte auch... Nee, ich glaube, Priester und Hexenmeister ist schon eine ganz coole Kombi. Das machen wir nochmal. Wir sind... wo ist ein Priester? Priester? Priester. Los geht's. Ach so. Okay. Nee, Moment. Heilen ist die bessere Basisfähigkeit. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Ach Mann, ist er doof. Ach, keine Ahnung. Sonst machen wir es gleich umgekehrt. Heilen ist eine gute Basisfähigkeit, aber wir könnten natürlich auch irgendwie nehmen. Hier, mit dem Krieger zusammen wäre die Kombi auch ziemlich geil. Mit irgendwelchen Leuten Schaden zufügen und dann dadurch Ansturm verleihen. Ziemlich geil. Na, mal gucken. Na gut, Uta ist natürlich auch eine ganz gute Kombi. Nefarian, natürlich. Natürlich, na gut, den beiden war schon mal waren. Oh, guck mal hier, das ist auch schon mal ganz cool. Ja, mein Gott, ist jetzt nicht so mega schlecht, die Starthand. Gut, hier, Stufe 9 ist natürlich... Ach, guck mal. Da kommen jetzt noch ein paar Kärtchen rein. Grüße. Hallo. Ah, okay. Hexenmeister. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. Außer Mäusen. Ja, okay. Ach, guck mal. Wir kriegen da sogar hier so zufällig gedingst. Super. Was soll ich mit Don Ham Cho? Das ist natürlich jetzt ganz geil, aber... Später nicht mehr gebrauchen. Ah, die sind natürlich echt cool jetzt so für den Anfang. Erstmal schöne Grüße nach da drüben. Hallöchen. Sehr erfreut. So. Na super, der hat so schon Gottes Schild. Das ist mir doch egal. Oh, das ist gut. Okay. Hehe. Ja, das tut mir jetzt irgendwie sehr leid. Aber naja, mal schauen. Also natürlich jetzt eine geile Karte. Gut, dass die jetzt schon mal gleich im Deck ist. Oh, nö. Oh, nö. Jetzt hat es mir versaut. Du Sackgesicht, ey. Ach, Kacke. Jetzt bringt es nichts mehr, die zu spielen. Ich habe aber auch irgendwie nichts anderes da, ne? Ist klar. Och, Mensch. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum muss der Kackschlachtzug gleich... Es hätte so schön funktioniert, aber nein, natürlich nicht. Ja, was Besseres kann ich im Moment nicht machen. Ah, das gibt's doch gar nicht. So ein Mist. Na komm, hau noch wen raus. Hau noch einen Diener raus. Ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich. Ach Mann, ey. Aber vielleicht kriege ich ja nächste Runde noch irgendeine andere schöne Karte oder so. Ich frage mich. Toy Cartoon ist natürlich jetzt auch nicht so das Highlight. Ach Mann, ey. Ja, das nervst mich. Du nervst mich. Lass mich einmal in Ruhe. Lass mich einmal in Ruhe. Ja, töte mich ruhig. Super, das ist jetzt auch die Megakarte überhaupt. Das ist Wahnsinn. Wir machen das mal so. Dann kriegen wir zumindest einen Tod von den beiden Idioten. Ja, muss schon mit beiden angreifen, ne? Die stirbt, der überlebt, aber immerhin etwas. Ach nein, noch nicht mal. Okay. Komm, greifen wir mit dem Schlachtzugleiter an. Das wäre lustig gewesen. So, jetzt komm, jetzt hier irgendwas mit allen Leuten zwei Schaden zufügen. Ja, oder so. Das geht auch. Das ist auch okay. Das war natürlich jetzt nicht so wie geplant, aber naja.
Ist okay. So. Ich hätte... Ah! Naja, das ist egal. Ist egal. Was soll's. Alter, wenn die Farian dann plus 5 plus 5 kriegen würde, das wäre ja episch. Ja, komm. Machen wir so. Wir schauen mal, was passiert. Jetzt kommt hier gleich plus 4 plus 4 und bam! Gleich voll auf den Sack gegeben. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Vorsicht, die beißen. Au! Wieso hat er sowas? Wieso hat er sowas? Oh Mann, das finde ich jetzt nicht so geil. Plus 2 Angriff, das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Ach, das gibt's auch gar nicht. Okay. Bling. Im Namen des Lichts. Ja, im Namen des Lichts. So, wir machen das einmal so. Spielen das hier so runter. Und dann spielen wir noch Blutmagier Talnos raus. Soll ich auf diese komische 6-6er draufballern da? Es hilft eigentlich gar nichts, wenn ich das machen würde. Ja, komm, ist gut so. Nein, jetzt habe ich gar nicht angegriffen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin heute noch nicht ganz geistig funktionstüchtig. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich schick mal ein Ups hinterher. Jetzt habe ich gar nicht angegriffen. Das war ja. Das ist natürlich Highlight. Echt. Voll Highlight. Na klar! Na klar! Ja, ist ja gut. Ja, genau. Blutmagier Talnos erstmal fertig machen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So ist richtig. So ist korrekt. Oh. Oh. Okay. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich werde diese Runde relativ deutlich verlieren. Ja, verleiht einem Ansturm. Super. Das hilft mir aber auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Ah, wir können es mal machen. Kommt zu den Gastgrauern und kauft aus dem Auge. Überlasst das uns. Jetzt gibt's Kloppe. So. Du bist weg. Alter, Nefarian. Bam. 13-13. Wird uns leider nicht mehr viel helfen. 6, 7, 8, 9. 10 Schaden würde er so machen. Irgendwo wird er ja noch 2 Schaden herkriegen, oder? Komm, jetzt überleg nicht so lange rum. Irgendwo wirst du ja noch irgendwie so einen Zauber haben. Ah, nur ein Eiswüter. Der hilft doch nicht. Na, die hilft auch noch nicht. So. Fluing und den 4-4er bitte auch noch. Danke. Bitte. Hallo? Der 4-4er noch. Nicht vergessen. Danke. Super. Das war jetzt nicht der Bringer. Wir machen das nochmal so. Das war's dann aber. Leider. Schade, haben wir die erste Runde verloren. Aber ich muss auch irgendwie sagen, ich finde die Kombination mit dem nicht so geil. Irgendwie muss ich echt sagen. Nehme ich Hexenmeister? Ne, ich bleib bei Priester. Priester ist cool. Die Karten haben mir gefallen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt haben mir die Karten ganz gut gefallen. Ich muss sie nur nicht unbedingt mit dem Krieger kombinieren. Das waren jetzt doch nicht so. Wobei, es gibt zufällige Kriegerkarten, glaube ich, ne? Anduin. Gegen Jaina. Natürlich, Jaina. In Gold. Ist ja logisch. Ja, ist ja klar. Das Licht wird den so ein Macht-Heinzel da. Jedes Mal Gottesschild, wenn ihr diesen Diener als Zauber anwählt. Sehr geil. Fiola. Ey, Fiola ist ja cool. Fiola behalte ich. Jo. Ich darf sogar anfangen. Erstmal schöne Grüße. Grüße. Jäger? Habe ich zum Wildtiere oder sowas? Nee, habe ich nicht. Hexenmeister ist eigentlich auch ganz cool.
Ach komm, wir probieren es weiter mit dem Krieger. Das war's. Das war's. Ist ja gut. Ich höre schon auf. Aus dem Deck eures Gegners auf dem Schlachtfeld. Das ist nett. So viele Legendäre, wie es in den beiden Decks hier gibt, hier wird ja mit... Cool. Ne? Och nö, 3-2 Sport. Das stirbt uns doch gleich. Bringt uns doch gar nichts jetzt. Hier komm, ich helf dir mal, Kollege. Ich helf da drüben mal mit. Toll, der 3-2 ist ja jetzt auch echt nicht so das Highlight. Irgendwie. Vor allem dann mit einem 2-1er. Ist ja ein bisschen... Ah. Okay. Er tauscht das Leben dieses Dieners mit seinem Angriff. Ja, okay. Ja, der wird... Die Fiola wird leider gleich tot sein. Das war zu erwarten. Ach, was soll ich machen? Verleiht einen feindlichen Angriff. Oh, in diesem Zug. Oh, cool. Aber wir machen das hier. Ich hab ein Highlight getroffen. Cool. Ich glaube, das war so ziemlich die schlechteste Karte in seinem Deck, die man hätte treffen können. Ey, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, vertauscht das Leben dieses Dieners mit dem eines anderen Dieners. Oh. 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 Die Geister. Cool. That's nice. That's really, really nice. Spüre meinen Stahlschwein. Spüre meinen Stahl. So, habe ich einen Drachen auf der Hand? Nö, haben wir nicht. Ich habe einen Knatzfu-Meister. Hallo. Was? Was? Wie? Was? Was? Was hat er gemacht? Vernichtet einen Diener und einen eurer Mana-Kristall. Oh, das war natürlich... Das war natürlich böse für den. Wählt einen feindlichen Diener aus und leitet eine Kopie auf an. Nee, vergiss es. Das kann ja richtig böse werden. So, minus 3 Angriff. Ruft 2 Kopien dieses Dieners herbei. Warte mal, was kann der nochmal? Der kann Windzorn, ne? Bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Das hebe ich mir eigentlich lieber auf. Hier kommt der Voodoo. Wir machen das mal so. Ich hätte auch den nehmen können und dafür den dann heilen. Aber ich behalte lieber den mit Windzorn hier. Jetzt muss ich mal gucken. Alter, mit 5 Mana hast du natürlich echt dich ein bisschen reingeritten da. Das war klar. Das war zu erwarten. So, wir holen den hier herbei. Habe ich jetzt einen Drachen auf der Hand? Immer noch nicht, ne? Wenn ihr eine Waffe haltet, ja, okay. Das halten wir erstmal so. Okay. Passt so. Plus 1 Angriff und Anschwimmen. Na, vielleicht. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass ich noch einen Drachen kriege irgendwann. Bekehren. Wird ein feindlicher Diener aus und hat eine Kopie davon auf der Hand. Ja. Mal sehen, was da so kommt. Vielleicht kommt da was Schönes. Ach, guck mal. Das ist doch eigentlich schon mal nicht so schlecht. Danke. Was soll das denn hier? Er hat bloß... schon wieder, wenn ich einen Drachen habe. Mano! Mano! So, wir... heilen den erstmal wieder auf. Ah, ey, ich glaube, da kommt jetzt nächste Runde so ein anderes Ding. Da kommt bestimmt dann nächste Runde hier irgendwie so ein Flammensturm oder sowas. Die Karten sind auch noch nicht so das Highlight. Gut, ein zufälligen Chemikerin der Kabale ist eigentlich ganz geil, ne? Ha! Okay. Vernichte dein Wildtier. Fügt einen Diener außer Drachen 5 Schaden zu. Doll, auch nicht so geil. Ach Mann. Ja, ich hole jetzt den hier raus. Dann wird der kaputt gemacht. Und dann lassen wir das mal so. Gucken wir mal, ob jetzt gleich ein Flammensturm kommt. Oder sowas in der Art. Aber ich habe einen Diener rausgespielt. Also insofern, die anderen sind ja nur zufällig dazu erschienen. Ah, gucke mal.
Okay. Wenn du meinst, dass das jetzt was bringt. Ja gut, also ich hab da jetzt kein Problem mit. Ich hab eh keinen coolen Diener auf der Hand, von daher. Tschüss! Ein bisschen komisch. Oh! Oh, cool! Moment, habe ich nicht irgendwas mit so einem Wildtier gehabt oder so? Habe ich nicht irgendwas mit einem Wildtier? Oh, der hat einen Drachen auf der Hand. Warum? Menno. So. Ist das ein Drache? Nö, ist ein Mech. Natürlich ist das ein Mech. Warte mal, war ich nicht irgendwas mit einem Wildtier oder so? Außer Drachen. Toll. Toll! Sehr geil. Bringt einen befreundeten Diener zum Schweigen, zieht eine Karte. Nee. Die Menagerie ist nur für Gäste. Cool. Ach so. Oh. Ich sehe schon wieder Combo-Action. Jetzt haben wir aber Combo-Action. Par excellence hier. Jetzt habe ich ja tatsächlich... Ich habe ja auch noch einen Drachen. Ach, Mensch, geil. Boah, das ist ja episch jetzt hier. Okay, okay, ziemlich cool. Der hat dasselbe gemacht, aber ich muss sagen, mit dem Diener hat sich echt gelohnt. Die Nordmeerkarte, natürlich, ist ja logisch. Ist ja logisch. Kommt so was hier um die Ecke. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Also, Add plus 1 Angriff und Spott, Add plus 1 Angriff und Ansturm. Also, wie viel kostet das? Ist das ein Drache? Ne, ist kein Drache, ne? Das ist nur die Nordmeerkrabbe. 5, habe ich irgendwas mit... Okay, wir machen das so. Boing. Dann machen wir das. Dann machen wir... Wie das jetzt? Der stirbt eh, ne? Der stirbt ja eh. Ist eigentlich egal. So. So. Sehr gut. Aber ein bisschen aufgeräumt. Ha, das tut mir gerade gefallen. Jetzt schauen wir mal, was jetzt da drüben wieder kommt. Die Tiere haben sich von mir abgewandt. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Au. Au. Nice. Nice. Okay. Lacht ihr über den brauchen mich? Wir erstmal. Mhm. Wie könnte ich die denn raushauen? Ich könnte den hier raushauen. Gadgetzahn. Dann könnte ich den noch raushauen hier. Oder mich erstmal ein bisschen heilen. Nö. Wir machen das so. So. Man muss ja mal schauen, ne? Man muss ja mal schauen, was so noch alles kommt. So, ich hoffe, wir schaffen das jetzt auch. Das wäre ziemlich cool, wenn wir jetzt das hier gewinnen könnten. Ich bin mir da noch nicht so sicher, gerade. Vor allem, ich habe nur so Leute mit Spott hier sitzen. Also, er kann nicht alle töten. Doch, er kann eigentlich alle töten. Der Ampraffel. Eigentlich kann er alle töten, wenn er jetzt einen gescheiten Zauber auf der Hand hätte. Was er wahrscheinlich sogar hat. Er bräuchte nur irgendwie dem in der Mitte 4 Schaden zufügen. Ja, was er wahrscheinlich jetzt sogar sich überlegt hat. Ja, so reicht's nicht ganz. Doch, klar, er hat ja noch seine Zauberfähigkeit. Ah, gar nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Muss man sagen, es reicht auch so. Es reicht auch so. Ja, macht das, genau. Ah, das ist echt böse. Ja, das war am schlausten so. Jetzt kriegen die nämlich alle mehr Dingsy. Ach, so ein Scheiß, ey. Verursacht 3 Schaden, er hatte 3 Rüstung. Müssen wir machen. Dann mache ich das hier. Mach das so. Mach das so. Mach das so. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
Ich habe die Typen da drüben zumindest vermindert. Ja, natürlich. Natürlich, das Schweinchen. Mhm, ist klar. Ist ja klar. Ist ja sonst kein Problem da. Wir sind ja ganz gemütlich. Och nö, ey. Kann doch nicht sein, dass er jetzt noch gewinnt. Aha. Aha. Super, das klingt ja echt cool. Das reicht nicht. Ach, Kacke. Haha. Ja, stimmt, das reicht schon. Das reicht ja sogar schon. Ach, Kacke. Daran habe ich sowieso gar nicht gedacht, dass er einfach mit dem Feuerball da einmal einen Schaden drauf prügeln kann. Schade. Haben wir nicht geschafft. Ich werde auch die Folge jetzt beenden müssen. Aber wir haben noch zwei Karten von der anderen Quest. Also zwei Pakete von der anderen Quest. Und da haben wir einen Großstadtgangster. Trank des Wahnsinns. Übernimmt bis zum Ende des Zuges feindlich mit maximal 2 Angriffen. Naja, das ist jetzt nicht so geil. Ein Ork-Armee. Super. Hält Ansturm, wenn die Hand eures Gegners leer ist. Das ist aber auch sehr schwer. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand. Der Spott hat +3/+3. Das Dieb ist gut. Das hatten wir auch schon mal irgendwo, ne? Habe ich schon mal gesehen, meine ich. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. So, da haben wir eine seltene Karte, die beheben wir uns auf. Worken, halbstarker, 6-3er. Gewiefter Detektiv. Feindliche Diener verlieren Verstohlenheit. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Na, obwohl Verstohlenheit hat heutzutage auch fast keiner mehr. Spott, Kampfschrei, ruft einen Jale-Golem herbei. Das ist schön. Na, den kennen wir. Und der Schrumpftrank. Ach, wie süß. Der ist eigentlich echt ganz nett, aber Priester ist selten in der Situation, dass er wirklich so viele Leute auf dem Feld hat, dass sich das lohnt. Nun ja, ich werde nochmal irgendwie dann so gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen mit dem Kartenchaos und dann beim nächsten Mal die Packung öffnen. Aber für heute war es das leider. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag und genießt das Wetter, falls das Wetter gut ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Komm, jetzt überlege ich nicht so lange rum. Irgendwo wirst du ja noch irgendwie so einen Zauber haben. Ah, nur ein Eiswüter. Ah, der hilft doch nicht. Na, die hilft auch noch nicht. So. Fluing und den 4-4er bitte auch noch. Danke. Bitte. Hallo?